Elvis, die Beatles und die Rolling Stones, die DDR-Staatsführung, sie ahnten, dass mit dieser Musik Freiheit transportiert wurde und wurde also gar nicht erst zugelassen. Südfrüchte gab es selten und Bananen gab es so gut wie gar nicht. Es gab alles irgendwann mal nicht, man wusste nicht aus welchem Grund. Diese Angst, die das ganze System mit Absicht verbreitet, war schwer auszuhalten. Da wusste man dann auch nicht mehr, ob nicht auch unter den Freunden schon Stasi-Leute sind. Das, was den Menschen am meisten Schwierigkeiten gemacht hat, war das Ausreiseverbot. Dass sie eingesperrt waren in einem Land, auch nicht mal zu Verwandten, nicht einmal zum Todesfall von Eltern fahren konnten. Bei manchen Dingen gab es sofort ganz harte Strafen, wenn das irgendwie als staatsfeindlich eingestuft wurde, bis hin zur Hinrichtung. Und besonders schwierig war es, wenn Menschen inhaftiert wurden oder wenn Kinder weggenommen wurden in Familien. Das war also wirklich grausam. Ich bin also kein mutiger Mensch. Ich traue mich nicht vom 10-Meter-Turm zu springen und habe auch sonst Höhenangst. Aber für sich immer anzupassen, das tut dem Menschen nicht gut. Gott hat uns nicht als Kriechtiere mit gekrümmten Rücken geschaffen, sondern als Homo sapiens erectus, aufrechter Mensch, der denkt und Verantwortung übernimmt. Wenn Sie die Teile von einem Puzzle sehen, dann sieht das alles wirr und zufällig aus. Und wenn Sie am Ende das Puzzle zusammen haben, da wird ja keiner sagen, das ist Zufall, dass wir das zusammengekriegt haben. Nein, die Einzelteile, die waren zwar wie ein zufälliger Haufen von undurchschaubaren Dingen, aber wenn Sie dann sehen, wie es zusammenpasst, dann sieht man, das war kein Zufall von Anfang an nicht, sondern das war Fügung. Das ist etwas, was so genau passieren sollte. Uns ist noch nie eine Revolution gelungen. Das war die erste. Und eine Revolution der ganz eigenen Art. Keine Schaufensterscheibe ging kaputt. Keiner verlor das Gesicht. Keiner büßte sein Leben ein. Die Nikolaikirche spielte hier eine besondere Rolle. Andere Kirchen haben auch etwas gemacht. Aber auf die Nikolaikirche konzentrierte sich das dann auch durch die Friedensgebete. Und so geschah es, dass diese Andacht den Impuls gab, die Kirche für die Rand- und Protestgruppen im Land zu öffnen. Umso mehr freue ich mich, Sie alle in der Kirche und draußen vor der Kirche wieder hier begrüßen zu können. Die Jugendlichen hatten schon nach 10 Beitragen gemerkt, was hier los ist. Hier kannst du voll aussprechen und alles, was die wütend machte, diese ganze Unterdrückung und Bevormundung, das kam hier raus aus den Jugendlichen, ungebremst. Und es entstand eine wunderbare Atmosphäre der Befreiung in der Kirche. Es kamen zwei Jugendliche in die Kirche, die sahen außerordentlich bunt aus und ungewöhnlich. Die hatten einen knallebunten Iro und viel Leder und Metall. Ich sagte einer Freundin, gefällt euch unsere Kirche? Prima, hier könnten wir mal singen. Ich sage, was singen wollt ihr? Seid ihr eine Band? Ja, sagten die, wir sind die Band. Wutanfall. Eine tolle Musik, muss ich sagen. Einen eigenartigen Beat, den ich so noch nicht gehört habe. Da hielten die mir so ein Bleistift beschriebenes Textheft vor der Nase. Unser Textheft, haben wir auch was gegen Papst und gegen die Kirche, können wir das auch singen? Ich sage, na Leute, da kommt ja nicht gerade Freude bei mir auf. Aber bei uns gibt es keine Zensur. Wenn ihr das singen müsst, müsst ihr es halt singen. Am Anfang waren es relativ wenige Leute. Und ab 1986 und 88 dann, als die Ausreise Willigen dazu kamen, die brachten die Masse von Bevölkerung mit. Da wurden die Friedensgebete dann immer stärker besucht,
bis dann die Kirche voll war. Wir gerieten von da an ins zentrale Fadenkreuz der DDR-Observierung. Also ich habe mit meiner Frau zusammen mal gezählt. Die haben insgesamt 28 Stasi-Leute auf mich angesetzt und uns. Und zwei operative Vorgänge. Ein operativer Vorgang hatte ein 10-Punkte-Programm zur Setzung der Persönlichkeit. Also die Menschen fertig machen, kaputt machen, falsche medikamentöse Behandlung. Und diese Tag- und Nachtangst, in die sie uns versetzt haben, die war schwer auszuhalten. Das Markenzeichen in Anführungsstrichen der Demonstration in Leipzig war und ist von Anfang an die Friedfertigkeit und die Gewaltlosigkeit. Ich bin mit meiner Familie hier lang gekommen. Da lag mein Jüngster noch im Kinderwagen. Und da haben wir das hier gesehen, dass auf der Seite da drüben standen viele von der Stadtsicherheit. Und hinter uns hier in der Straße, in der Ritterstraße, da stand viel die Polizei und haben die Leute abgeschirmt, die hier drin standen. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, sie soll ganz schnell mit dem Kinderwagen, also mit dem Jungen, nach Hause gehen. Ich bleibe hier, ich werde mich der Demonstration anschließen. Ich bin viel, viel später erst dazu geraten, da ich selber erst mal, sagen wir, in meinem Kopf klar werden musste, lohnt es sich jetzt, jetzt dahin zu gehen, alles zu riskieren. Man hat Kinder, man weiß, dass Kinder einem auch weggenommen wurden, zwangsadoptiert wurden. Das geht alles durch den Kopf. Wir haben nichts auszustehen gehabt, außer dass wir nicht reisen konnten. Das hat uns maßlos entsetzt und auch enttäuscht. Und dann war eigentlich noch ein Schlüsselerlebnis, wo wir dann gesagt haben, wir machen auch hier mit. Da hatten die Schäferhunde am Hauptbahnhof eine lange Leine, das stimmt. Und haben die Schäferhunde auf die Demonstration losgelassen. Mhm. Und da haben wir eigentlich gesagt, da haben wir richtig Angst gehabt. Ne? Da haben wir gesagt, das kann nicht wahr sein. Wir haben jeden Sonntag gedacht, was schreiben wir denn aufs Plakat für Montag? Wir haben Sonntagabend erst gemacht. Ja, standen wir in der Garage. Die politische Entwicklung war ja so schnelllebig. Ja. Du konntest nicht einfach 3 Tage vorher ein Plakat malen. Das stimmte dann zum Teil manchmal nicht mehr. Westliche Journalisten mussten in der DDR jeden Dreh genehmigen lassen und bekamen bei Kirche keine Drehgenehmigung. Aber zur Messe war eine Ausnahme, da brauchten sie sich nur akkreditieren zu lassen. Und wenn sie akkreditiert waren, konnten sie ohne Sondergenehmigung überall im Stadtgebiet auftauchen. Und genau das hatten die Genossen befürchtet und so war es auch. Als wir rauskamen, da war ein riesiges Halbrund von Kameras draußen. Eine westliche Kamera neben der anderen. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Leipzig ist es am Abend nach einem Gottesdienst in der Nikolaikirche zu einer Demonstration von mehreren hundert Menschen gekommen. Heute Abend um 6 nach der traditionellen Friedensandacht. Friedlich verlassen die Menschen das Gotteshaus. Dann das. Da alle DDR-Leute Westfernsehen sahen, hatte es auf diese Weise die DDR flächendeckend erfahren. Und jetzt kamen Menschen aus der ganzen Republik hierher. Krenz und Modrow haben die chinesischen Genossen gelobt, dass sie den Sozialismus gerettet haben. Und dort sind 2000 einfach mit Panzern erschossen worden, überrollt worden, angebrannt worden. Wir dachten, jetzt werden sie hier den Sozialismus genauso retten mit der chinesischen Lösung. Die hatten schon am Freitag in der Zeitung geschrieben, am Montag wird die Konterrevolution beendet. Wenn es nicht anders geht, dann mit der Waffe in der Hand.
Wir waren in den Seitenstraßen am Bahnhof von dran, überall Mannschaftswagen, Polizei. 13 oder 15.000 und natürlich auch schussbereit. Als wir dann an diesem 9. Oktober die Kirche öffneten, Funke. Ja. Dann wäre es aber losgegangen. Die Leute waren wirklich so diszipliniert. Es gab natürlich Provokationen oder bahnten sich an. Da haben die Nebenanstehenden angesagt, keine Gewalt, keine Gewalt. Und wenn dann einer was machen wollte und dann rufen 1000 Leute um ihn herum, keine Gewalt, dann fällt ihm schnell der Stein aus der Hand. Und das hat ja auch einen Eindruck auf die Polizei gemacht. Ja, was macht man, wenn die Leute einfach friedlich da lang gehen, keine Provokation ist? Von Weiden. Und als die ersten oben auf den Nikolaikirchhof zurückkamen, da gab es bei mir nur zwei Gefühle. Das eine Gefühl, Erleichterung, dass nicht geschossen war, nicht die chinesische Lösung. Und das zweite, das große Staunen, dass die alle ungehindert den Weg zu Ende gehen konnten. So war das. Die DDR ist heute Abend nicht dieselbe wie heute früh. Am nächsten Tag, als das im Westfernsehen kam, da wachten überall, auch in den Städten und Dörfern, wo noch nichts war, Friedensgebete, dann ging es Schlag auf Schlag. Am 18. Oktober ist Honecker zurückgetreten, im November ist das Politbüro zurückgetreten. Und dann war nur noch die Frage, wann und wie wird die Mauer aufgehen? Freitag. Ist ja egal. Jedenfalls haben wir die Tagesschau geguckt und da hieß es, die Grenzen werden geöffnet. Sofort fahren. Stefan! Ich habe hier in der Siedlung noch aus dem Mopeds den Sprit rausgeholt, dass ich wenigstens mit dem Sprit im Trabi bis auf der Autobahn gekommen bin. Und dort haben wir dann nachgetan. Da sind wir rüber. Da sind wir rüber und haben uns diebisch gefreut, dass wir jetzt im Westen sind. Ja. Ja, und das Erste, was war? Was Radio, war mit, Radio mit Kassettenteil. Das war der Traum damals. Das gab es ja nicht. Ja, da haben wir so ein Ding geholt. Und dann ging's da waren zurück. Wir glücklich. Ja. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ich bin kein Optimist, sondern ich bin voller Hoffnung. Und diese Hoffnung, die müssen wir immer wieder herstellen. Die Leute, die sagen, es geht nicht, das sind immer die, die an der Macht sind. Die wollen nämlich nicht, dass es anders geht. Ich denke immer, in jeder Situation kann der Mensch etwas tun. Und das sollte er sich auch nicht nehmen lassen.